In Tempelhof haben Nadine Sander und Julian Reuter gerade einen Einsatz beendet, als sie plötzlich auf einen Mann im Rollstuhl aufmerksam werden. Ach, was ist das? Oh, süß, guck mal. Oh, ist ja süß. Oh, süß. Was macht er? Warte mal. Berolina von City 201. Boah, er will jetzt aber nicht. Berolina. Ja, wir befinden uns aktuell in der Felixstraße. Vor uns gerade ein älterer Herr in einem Rollstuhl mitten auf der Straße. Wir nehmen uns die Sache mal an und bei Bedarf komme ich noch mal mit neuen Infos. Okay, ja, bis mit. Hallo, was machen Sie denn hier auf der Straße? Ich fahre jetzt mal. Ja, aber doch nicht auf der Straße. Da steht doch kein Fahrradkontrolle. Ja, na, hier kommen aber Autos. Aber jetzt doch nicht, die haben doch Platz. Guten Tag. Sie sind da aus Schlangenlinien hier fahren. Ja. Ein bisschen vielleicht. Naja, hier mitten auf der Straße muss nicht sein. Das sieht zwar alles ganz toll aus, aber das wollen wir doch nicht, oder? Wir wollen ja nicht, dass Ihnen was passiert. Nein, nein, soll nichts passieren. Feiern. Ich habe ja auch noch was vor heute. Ich wollte gerade fragen, feiern Sie Geburtstag? Ja. Nee, ich feiere nicht Geburtstag. Oh, mein Enkel. Ach so, soll 18 sein? Nein, 81. Sind Sie jetzt irgendwo eingeladen? Wollen Sie jetzt irgendwo hin? Ja, dann will ich hin. Wo möchten Sie denn hin? Zum Ole. Nach Brandenburg. Zu wem? Nach Brandenburg. Nach Brandenburg. Zum Ole. Aber ja nicht so, oder? Warum denn nicht? Das ist ja ein schön weit bis nach Brandenburg von hier. Nee, ich schaff, und, aber nicht auf der Straße. Aber wo soll ich denn sonst anfahren? Ja, auf dem Bürgersteig vielleicht. Wir würden Ihnen auch helfen, dann, dass Sie dann hier hochkommen. Wo kommen Sie denn überhaupt her? Eigentlich, ich komme aus dem Heim. Super. Eigentlich wollte mich die Frau Köster, wollte die mich fahren. Aber schönen guten Tag, Herr Polizist. Hallo, was, wer sind Sie, wenn ich kurz fragen darf? Das ist mein Vater, ich bin Opa. Was ist denn mit ihm? War er irgendwie abgängig aus der Einrichtung? Oder aus dem Altersheim? Wo kommt ihr denn jetzt her, Ole? Mensch, Junge, du hast Geburtstag. Ja. Schauen Sie mal, der Ole macht sich schon Gedanken um den Opa. Herzlichen Glückwunsch, Ole. Der ältere Herr war natürlich eigentlich ganz nett. Das war ja eigentlich alles ganz, ganz süß, wie er sich auch uns gegenüber verhalten hat. Ja, nur irgendwann sind wir dann so ein bisschen misstrauisch geworden. Er hatte zwei Geschenke auf seinem Schoß. Und ja, ich konnte dann irgendwann so ein bisschen so einen süßlichen Geruch wahrnehmen. Wie riechst du das? Ja, ein bisschen. Lass uns einmal, dürfen wir da einmal reingucken, bitte? Sind die Geschenke von Ole, für Ole? Die sind für Ole, ja. Oh, guck mal. Ja. Mach das auch ohne Handschuhe nicht auf. Das liegt ja schon weg, der Einser. Mach doch. Was hast du? Junge. Ja, aber das sieht ja nach Drogen so ein bisschen aus, ne, was wir hier haben. Ja. Was ist denn damit? Was können Sie uns denn dazu sagen? Hat sich der Ole bestimmt nicht gewünscht, oder? Nee, der Ole hat damit. Das haben Sie denn mal. Auch nicht. Wie kommen die denn da rein? Das ist doch. Na, das ist ein Ding. Warten Sie mal ganz kurz. Das so gekauft. Und dann haben Sie ein Geschenk eingepackt oder wer hat das eingepackt? Ich hab das eingepackt. Also Sie haben damit nichts zu tun, Sie wissen da gar nichts von, ja? Okay. Mhm. Noch mehr. Alter. Was haben wir denn da? Das gehört vielleicht zu dem Bausatz. Ja, ja. Das ist schon. Ich glaube eher nicht. Ob die sich noch daran erinnern können, dass ich da. Ich meine, das ist ja schon eine Straftat und es interessiert ja jetzt schon, wo das ganze Zeug hierher kommt, ne? Naja, es ist ein Verstoß. Gegen das Betäubungsmittelgesetz, ne? Der Besitz ist strafbar. Und das ist ja nun auch keine geringe Menge mehr, würde ich mir jetzt einfach mal so schätzen. Da müssen wir schon mal. Das müsste jetzt. Müsste jetzt alles. Und eine ganz andere Farbe als das Auto, wa? Ja, das ist grün, wa? Schönen guten Tag. Das sind keine Kräuter. Sie haben den Herrn auch schon vermisst, ja? Herr Schmidtke, ja. Ja, Sie sind Frau Köster, sagte die Dame gerade. Sie sind die Betreuerin. Ja, hallo, ich bin die Heimleitung. Der Herr Schmidtke wohnt bei mir im Heim. Ja, gut, der Herr Schmidtke ist ja jetzt Gott sei Dank wieder dann aufgefunden worden. Ne? Jetzt brauchen wir uns alle keine Sorgen mehr machen. Die wollte mich fahren. Die wollte Sie fahren? Ja, Herr Schmidtke, das hat sich ein bisschen verzögert. Sie sind so jetzt lange konnte ich doch nicht warten. Aber Sie haben ihm jetzt nicht geholfen bei diesem Geschenk, was er sich besorgt hat, ja? Nein. Oder haben Sie da mal. Weil wir haben nämlich jetzt die Drogen hier gefunden in dem Paket. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie die da reingekommen sind, weil er sagte, das war alles schon in diesem Geschenk drin. Die Geschichte des Rentners klingt kurios. Zumal auch die Heimleiterin eine verdächtige Entdeckung gemacht hat, die sie Nadine Sander unbedingt zeigen möchte. Ja, also dass das eine Handpflanze ist, da brauchen wir nicht weiter drüber reden, oder? Ja, die habe ich beim Herrn Schmidtke im Zimmer gefunden. Die haben Sie bei Herrn Schmidtke im Zimmer gefunden? Ja, und die Bewohner des Heims haben sich da schon gestritten drum. Und deswegen habe ich die jetzt eingepackt und mitgenommen. Okay. Wollt ihn da auch zur Rede stellen? Also ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass was soll der Herr Schmidtke mit also ich meine, aus dem Alter ist er eigentlich im Grunde genommen raus, oder? Sie hat jetzt die Pflanze hier durch die Gegend gefahren und hat gesagt, dass sie die bei ihm im Zimmer gefunden hat, was ich mir jetzt allerdings auch wirklich schwer vorstellen kann.
Doch die Heimleiterin bleibt dabei. Bei einem Rundgang hat sie die Handpflanze auf der Fensterbank des Heimbewohners entdeckt. Die Beamten müssen dem Vorfall nachgehen. Sagen Sie, ist schon mal in der Vergangenheit vorgekommen, dass Ihr Vater irgendwie mit Drogen, mit Haschisch oder so zu tun hatte? Okay. Sie gehen ja wahrscheinlich ihn öfters besuchen. Ja, klar. Ist Ihnen irgendwie diese Pflanze mal aufgefallen? Keine Ahnung, der hat ja viel Grünzeug in seinem Zimmer, keine Ahnung. Also speziell diese Pflanze? Also nicht bewusst. Okay, aber könnte sein, dass die Pflanze da schon eine ganze Weile gestanden hat? Ja, wie gesagt, der hat wirklich ganz viele grüne Pflanzen in seinem Zimmer. Ja. Also der hat schon immer einen grünen Daumen gehabt, hat schon immer viel. Wissen Sie dann, was das für eine Pflanze ist? Nö, keine Ahnung. Das ist eine Handpflanze. Ich gehe noch einmal kurz zu ihm, wir quetschen ihn noch mal ein bisschen aus. So. Was ist denn los da? Kann es etwa sein, dass du da in deinem Zimmer ein bisschen was angepflanzt hast? Pflanzen, Donja. Ja. Pflanzen? Ja. Was für Pflanzen denn? Na, grün sind die. Aus, was kriegen Sie gleich wieder? Ja, grün. Cool. Die sind grün. Muss ja schön aussehen, ne? Wenn ich ein bisschen aus dem Fenster gucke. Und muss Ihnen auch ein bisschen was bringen, so, ne? Fürs Gefühl, ne? Für die Seele, sag ich mal, ne? Jetzt helfen Sie uns doch mal. Machen Sie es uns doch nicht so schwer. Ich meine, im Grunde genommen, ein Schwerverbrechen ist es jetzt nicht. Schön ist es natürlich nicht. Aber wir haben jetzt die Handpflanze, wir haben jetzt die. Wie viele Päckchen waren es? Keine Ahnung. Also, ja. Also eine nicht geringe Menge, sag ich mal. Also das ist schon. Ne? Man darf es nicht besitzen, das ist einfach so. Wollen Sie sich damit Geld verdienen? Nein! Das hat auch nicht nötig. Ach, wie komme ich da drauf? Auch dem Ole, dem wollt ihr jetzt nicht schenken, um Gottes Willen. Das ist für mich. Als Schmerzmittel nehme ich an, ja? Genau, weil ich so viel Schmerzen habe. Und der Arzt, das, was der mir gibt an Tabletten, das geht nur auf den Magen. Ja. Das ist alles. Haben Sie, also es gibt ja schon Möglichkeiten, dass man das vielleicht eventuell bei ganz starken Schmerzen auf Rezept bekommen kann. Aber ich denke mal, so weit sind wir noch nicht, da werden Sie auch kein Rezept für haben, wissen oder? Wissen Sie, wie lange Sie da bei dem Arzt sitzen? Ich verstehe, wir verstehen das ja. Aber es ist nun mal wirklich so, im Moment in Deutschland noch die Rechtslage, wenn Sie das nicht von einem Arzt verschrieben bekommen haben, dürfen Sie das einfach nicht besitzen, das ist einfach so. Und auch nicht anbauen. Genau. Was hatten wir jetzt gerade vor, dass Sie denn den Geschenken da verstecken? Das hat ja sichergestellt. Sichergestellt. Ja. Wie sichergestellt? Naja, im Heim. Die sind ja nett, sind sie alle. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, bei mir riecht das manchmal recht gut. Und dann haben die mal geguckt und hat die eine festgestellt, eine Pflanze, die könnte man haben. Das riecht ja gut, ja. Und da dachte ich mir, bevor die mir jetzt hier alles wegnehmen, dann. Sicherheit, denn Sie sind Sicherheit. Naja, ist ja eigentlich ohne Umstand noch richtig, ne? Oh, und dann hast du es im Laster. Aber trotzdem müssen wir ihn leider sagen. Also hier ist ja ein ganz besonderer Fall gewesen. War jetzt kein Jugendlicher, der damit handeln wollte mit den Drogen. Trotz alledem ist es eine Straftat. Wir müssen da die Anzeige jetzt schreiben. Denke mal aber nicht, dass ihm irgendwie eine große Strafe da erwarten wird, weil ich hoffe, die Staatsanwaltschaft oder die Richter werden auch sehen, es ist einfach kein Handel oder sowas hier zu sehen, sondern es ist eigentlich nur eingebrochen, damit es ihm besser geht. Die Staatsanwaltschaft wird das Verfahren gegen den kranken Rentner höchstwahrscheinlich einstellen.